Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Kanal Trivial. Heute ist unsere erste Folge. Und wer bist du? Ich bin Horst Schnitzler und unabhängiger Bürgerinitiativler im Aachener Stadtrat. Und ja. Okay, wo sind wir hier jetzt heute? Wir sind hier in Aachens erstem urbanen Gemeinschaftsgarten in der Richardstraße. Diesen Garten gibt es jetzt seit gut 3 Jahren. Da haben wir da begonnen mit dem Beackern des Geländes, einer Brache, die völlig platt war. Nicht ein Grashelmchen war hier drauf, weil kurz nach einem Abriss hier dann so eine lehmige Erdschicht aufgebracht wurde. Und da hatte also noch Gras keine Chance, bis dahin zu wachsen. Vielleicht muss man erklären, wieso das Konzept von dem ganzen Projekt hier so jetzt sind. Ein urbaner Gemeinschaftsgarten, also das gilt jetzt für diesen Garten natürlich insbesondere auch, kennzeichnet sich dadurch, dass er allen Menschen zur Verfügung steht, die ihn nutzen wollen. Das ist also ein Garten aller, die diesen Garten auch für sich so zu ihrem eigenen Garten erklären wollen. Man kann ihn nutzen, man muss hier nicht drauf arbeiten, um den zu nutzen. Also es ist das bedingungsloses Nutzen auch. Also. Und man kann aber natürlich sich auch sehr einbringen, indem man sich an an unseren Verein Urbane Gemeinschaftsgarten Aachen e.V., so heißt der, wir mussten den gründen aus formalrechtlichen Gründen. Also da gibt es schon diese normale Konstruktion, dass ihr einen Verein habt. Also so viel Organisation ist dann schon da. Ja, so viel Organisation musste auch sein, weil wir haben zwar erst mal so angefangen, den zu beackern, als wir sahen, diese Brache, super, wir wollten ja immer schon einen Garten in Aachen machen, schon seit langem, so einen Gemeinschaftsgarten einrichten, anlegen. Und als wir das dann sahen, haben wir dann begonnen und dann ging es dann so weit, dass es auch in der Zeitung stand irgendwann, dass da Leute gärtnerisch aktiv sind. Sind dann mit der Stadt ins Gespräch gegangen und haben dann angenehm, erfreulich, unproblematisch auch dann einen Vertrag bekommen. Aber ein Vertragspartner musste sein und das ist dann in diesem Fall ein Verein. Das hat sich jetzt gereimt. Aber wie hat das denn am Anfang begonnen? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich nicht dann zur Stadt gegangen sein und habt gesagt, okay, wir wollen jetzt einen urbanen Garten machen. Habt ihr da einen Platz? Oder wie war da so der Ablauf, dass das überhaupt am Anfang begonnen hat? Also der Ablauf war so, dass wir als aus 3 Bürgerinitiativen stammend einen Abend, den Treff uns Welche getroffen waren das? Haben. Das war die damalige Kaiserplatz-Galerie Nein-Danke-Initiative. Die Initiative, die sich um, wie heißt sie? Oh, Entschuldigung, alle Mitglieder mögen mich mir verzeihen. Sirmont, die sich um Sirmont-Viertel kümmern. Und deren Namen habe ich jetzt korrekterweise nicht ganz drauf. Aber die schon seit vielen, vielen Jahren sich liebevoll um ihr Viertel kümmern. Und das auch vor einer Bebauung einer riesen Sporthalle bewahren wollten. Und vielleicht auch bewahrt haben. Die Sporthalle ist jedenfalls gecancelt schon seit einiger Zeit, der Plan. Und der Initiative Transition Town Aachen. Genau, die drei hatten sich zusammengetan. Und wir hatten also gemeinsam diese Idee schon eine ganze Weile. Kamen dann hier vorbei nach einem Treffen, sahen das am Abend im Halbdunkel und stellten dann ganz schnell, eigentlich mussten wir gar nicht lange reden. Irgendwie war das so klar. Also wir wussten, dass es städtisches Gelände ist und dass wir jetzt keinen Privatier da irgendwie erstmal fragen müssen. Und städtisches Gelände ist das Gelände aller so, erstmal vom Selbstverständnis her, wenn man so will. Dass hier auch jetzt nichts Konkretes vorgesehen war. Dann hätte man natürlich vorher den Oberbürgermeister noch mal viel höflicher gefragt, als wir es ohnehin später taten. Und haben dann aus dem inneren Selbstverständnis heraus auch dann kurze Zeit danach begonnen, hier gärtnerisch aktiv zu werden. Also mit viel Mühe und Liebe diesen festen, lehmigen Boden erstmal aufzuwühlen. Da sind viele alte Schaufeln bei kaputt gegangen, also deren Holzstiele. Und haben dann Wildblumen, beziehungsweise nein, wir haben dann Samen gesät. Das war, das war Samen von Pflanzen, den Namen habe ich gleich auch, die letztendlich einen Düngeeffekt erzeugen im Boden. Okay. Genau, Blühdünger, glaube ich, so heißt das. Bin ich ganz sicher. Ich bin nicht der Obergärtner. Und die Stadt hat vorher ihr Okay gegeben oder erst danach, nachdem ihr hier Dann war es in der Zeitung und dann kam dann erst die, äh, der, der,
das Gespräch mit der Stadt zustande. Danach, genau. Ist ja auch eigentlich ein ungewöhnlicher Weg. Weil ungewöhnlicher Weg. Und auch säen, dann Zeitung und dann Stadt. Genau. Auch ungewöhnlich, dass die Stadt dann so unproblematisch reagiert hat, wie sie es getan hat, mit uns einen Pachtvertrag zu machen, damit wir dann hier auch, ich sag mal, keine Besetzungssituation mehr haben, sondern eine quasi legalisierte Situation haben. Ja. Und wir konnten dann doch relativ ungehindert hier weiter gärtnern, um das Gelände weiterzuentwickeln. Also zum Verständnis jetzt, ich könnte jetzt eigentlich mein Gemüse mitbringen, was ich hier gerne anbauen würde, und dann könnte ich jetzt einfach mir einen Platz aussuchen, oder muss ich dann vorher noch mit irgendwem quatschen, der sagt, okay, hier kannst du jetzt deine Zwiebeln anbauen, oder? Ja, es wäre von Vorteil, vorher dann zu einer der Versammlungen zu kommen, meistens montags abends gegen 7 bei schönem Wetter hier im Garten, um dann sich einzubringen. Sonst, wo trefft ihr euch sonst, wenn nicht bei schönem sonst Wetter? Sonst so in verschiedenen gastronomischen Einrichtungen, auch schon mal privat hier im Viertel. Das steht wahrscheinlich auf eurer Internetseite. Das steht dann, ne? Auf der Webseite oder auf der Facebook-Seite, ja. Wo das dann stattfindet, genau. Und wir haben einen großen E-Mail-Verteiler, da sind jetzt richtig, richtig viele Leute drin, und da wird es natürlich darüber auch kommuniziert, dass dann alle, die Interesse haben, dann dazukommen können. Ne? Also ist kein Verein mit irgendwelcher Vereinsmeierei, alles auf ganz niedrigschwelligem Niveau. Wir haben formal einen Vorstand, der jetzt momentan, glaube ich, aus 9 Leuten besteht. Einer davon bin ich. Und da gibt es aber jetzt nicht so den Vorstand, der so das Sagen hat. Also ihr seid komplett basisdemokratisch organisiert. Das kann man so sagen. Und dann auf dem Plenum wird dann gesagt, okay, du machst jetzt deine Zwiebeln in Parzelle 4a und da kannst du dann jetzt die Zwiebeln anbauen. Da spricht man sich so ab, genau, damit das dann irgendwie, damit es keine Kollisionen gibt und keine, wenn man gärtnerisch jetzt nicht so, wie ich zum Beispiel, nicht so viel Vorerfahrung hat, dann sollte man das unbedingt tun, weil manches verträgt sich nicht überall und wie die Planungen sind, ja, muss man ja auch wahrscheinlich auch ein gewisses Know-how da in der Gruppe dann von den Leuten. Inzwischen, da sind einige Leute, die schon richtig viel Know-how haben und die dann auch ganz schnell beraten können, was wo richtig ist. Wie viele Leute sind denn hier denn so generell aktiv? Es ist natürlich immer ein bisschen wechselnd, aber ich denke, so dauerhaft aktiv sind 15 bis 20 Leute, je nach Wetterlage und je nachdem, wie die Uni gerade auch bei den Jüngeren, also bei den Leuten, die studieren, die Freizeitlage ist. Und wenn wir mobilisieren müssen zu ganz viel Arbeit, dann werden es auch direkt viel mehr. Was wäre das dann für Projekte, wenn dann Ernte ist oder wenn jetzt hier gesät wird oder wie funktioniert das? Zum Beispiel beim Sommerfest, das wir jetzt auch in Kürze wieder haben, zum 4. Mal mitmachen quasi, wenn man so will, beim Lothring Air. Da haben wir auch hier eine eigene Bühne und dann mit Musik und Vorträgen, dann sind richtig viele Aktive. Ich habe es nie gezählt, aber ich glaube, dann sind es ganz schnell mal so 30 oder mehr. Was passiert denn dann mit den ganzen Sachen, die ihr jetzt hier anbaut? Wenn die jetzt reif sind, was macht ihr denn damit? Ja. Esst ihr das dann alle selber auf? Dann essen wir also alles selber auf und weh, da kommt ein anderer, nein, gar nicht. Also auch da gibt es also auch viel Freizügigkeit. Es sollte jetzt nicht so sein, dass jemand von außen kommt und sich jetzt hier alles rausruft. Das wäre das irgendwie traurig. Markt verkauft. Das am besten auf dem Markt verkauft. Ja, nein, das sollte nicht sein, aber ansonsten ist das hier auch bedingungsloses Ernten. Ne? Ja, wir haben ja hier im Hintergrund, das ist ja glaube ich so eine Spendenbox. Genau, so eine Schenkbox oder andere nennen es Giftbox, also Gift für Geben. Das ist auch genau, oder Gift, manche sagen auch Gift für Schenkbox, genau, gibt es also drei Namen. Ich sage am liebsten Schenkbox, weil es allgemeiner zu verstehen ist vielleicht hier in hiesigen Breitengraden. Und da darf jeder auch was reintun, was noch zu gebrauchen ist für andere, was noch in Ordnung sein sollte. Also jetzt nicht den ganzen Keller auskramen, weil das passt auch in so eine Box nicht rein. Das ist ja relativ klar. Genau. Und auch beim Nehmen sollte man dann Bewusstsein entwickeln, ob man das wirklich braucht und sich dann auch, da gibt es dann so eine nicht ausgesprochene Drei-Teile-Regel, bis zu 3 Teile und vielleicht nicht mehr, dass man die Sachen wirklich braucht und nicht einfach so nimmt, weil man es irgendwie kostenlos hat und rausrafft. Da gibt es natürlich auch schon mal unschöne Sachen, dass Leute dann, die wir dann nicht ermittelt bekamen, die Box dann irgendwie missbraucht haben, indem sie wirklich dann Sachen rausgenommen haben, die auch noch einen gewissen Wert haben und die dann später in einem Second-Hand-Laden gefunden wurden, zufällig. Das ist dann natürlich sehr unschön. Das ist eine Minderheit, wir wissen das, die meisten gehen da super respektvoll mit um, aber so eine Minderheit kann natürlich einem ein ganz schönes Leben schwer machen beim Betrieb einer solchen Box. Ich habe da auch schon mal vor geraumer Zeit in eine Tüte gegriffen mit Müll, mit nassem, fiesen Küchenmüll,
kriegt einen Abfällen. Das war dann wirklich schon böse Absicht offensichtlich. Okay. Eines Menschen, der weiß nicht, wie der ticken muss dafür, dass er dann so handelt. Schwer nachzuvollziehen. Du hast ja eben gesagt, dass die Stadtverwaltung oder die Stadt Aachen euch eigentlich ziemlich wohlgesonnen ist und euch auch gut geholfen hat. Ist das denn auch so in der Politik so? Gibt es dann ein breites Bündnis, das dann sagt, okay, Hirschgrün ist ein tolles Projekt, das wollen wir machen oder das bauen wir aus in der Stadt Aachen, dass wir mehr werden? Wie ist da so? Es war eigentlich bis vorletzter Zeit, sage ich mal, schien es keine Probleme zu geben, was die politische Seite betrifft. Und dann gab es dann doch was Unangenehmes. Vor circa 2 Monaten oder inzwischen 3 Monaten gab es dann auf Initiative des CDU-Bezirkspolitikers Otten den Antrag, also der keinen Hehl daraus machte, dass er den Garten hier nicht haben wollte. Warum? Was hatte der gegen euch? Ich kann das nicht behaupten. Ich will auch nicht sagen, dass er was gegen uns hatte, vielleicht auch, aber gegen den Garten hier hatte. In dieser Weise hat er etwas, offensichtlich. Da hat er keinen Hehl draus gemacht. Ich hatte das Gefühl, das ist eine geschmackliche oder ideologische Problematik bei ihm. Aber ich will da nichts Falsches unterstellen. War mein Eindruck auf jeden Fall. Ich glaube, ich stand mit dem Eindruck nicht alleine da. Und dann hat er den Antrag gestellt, die Stadtverwaltung, also das Umweltamt genauer, möge einen anderen Alternativstandort finden für diesen Garten. Möglicherweise sogar im Außenbezirk. Und er hatte ganz offensichtlich nicht begriffen, wie so ein Garten funktioniert. Der funktioniert nicht ohne die Teilnahme von Anwohnern. Wenn die Anwohner das heißt auch Urban Gardening und nicht Außenbezirk. Außerdem Urban Gardening, genau. Also erstmal die Anwohner müssen einbezogen sein. Also die müssen einen Verlust haben darauf, ja, mitzumischen in irgendeiner Weise. Und dann sollte es städtisch sein und nicht irgendwie so Richtung Außenbezirk gehen. Ne? Die Mühe hat er sich wohl nicht gemacht. Und dann, dummerweise, hatte er seinen Koalitionspartner SPD dann auch in das Boot bekommen und der FDP-Vertreter hatte ohnehin auch eher scheinbar Lust so darauf, diesen Garten hier nicht mehr zu sehen. Vielleicht kannst du mal den Unterschied oder erklären, was Stadtrat und Bezirksvertretung ist, was da der Unterschied ist. Ja. Im Stadtrat sitzen die Politiker, die bei der Kommunalwahl, bei der letzten, für das gesamte Stadtgebiet inklusive der Außenbezirke gewählt wurden. Und in der Bezirksvertretung, in diesem Fall Aachen-Mitte, sitzen dann die auch bei der letzten Kommunalwahl gewählten Politiker, die dann eben nur für diesen Stadtbezirk Aachen-Mitte exklusive der Außenbezirke wie Allendorf, Brandt, Richterich, Lauensberg, Weilheim, ja, und so weiter gewählt wurden. Das ist nochmal der Kern. Das ist dann nochmal der Stadtkern, ganz genau. Und in diesem Gremium sitzt also auch der Bezirkspolitiker Otten und der Bezirkspolitiker Moselager von der FDP. Das waren so zwei, die sich also immer wieder mal gegen diesen Garten ausgesprochen hatten hier. Und die wollten den Garten offensichtlich ja nicht. Die haben dann geschafft, ihren Partner in großer Koalition in der Bezirksvertretung also auch für Ansinnen zu gewinnen. Für diesen Antrag, für diesen unsäglichen Antrag, sage ich jetzt mal. Und dann kam also sehr schnell der Protest auf. 3000 Leute haben sich innerhalb von 3 Tagen, 3000, Entschuldigung, Korrektur, innerhalb von 3 Tagen haben sich über 1000 Leute zu Wort gemeldet und haben den Protest unterstützt, dass der Garten hier bleiben möge. Hirschgrün bleibt, war so der Slogan. Hirschgrün ist ja der Name dieses Gartens. Kann ich gleich noch was zu sagen, warum der so heißt. Und dann kam aber ganz schnell auch Reaktionen seitens des grünen Vertreters, der auch mitgestimmt hatte. Irgendwie, weiß der Teufel warum. In der Bezirksvertretung hat er auch dafür für die Verlegung gestimmt. Die Grünen haben auch für, also irgendwie war das, weiß nicht, wie der, das war fast was wie ein Irrtum. Dass das ein Kernthema von denen. Ja, natürlich. Die haben auch ganz direkt sofort gesagt, nee, das wollen wir eigentlich überhaupt nicht. Und das war nicht unser Ansinnen, als wir dem Antrag stattgaben. Also ist ganz doof passiert. Ganz doof passiert. Irgendwie. Und der SPD-Fraktionschef im Aachener Stadtrat, also wenn man so will, das dem übergeordneten politischen Gremium hier in der Stadt, der sagte auch gleich, wir haben hier was mir auch klar war, ne, also ich war ja im ganzen Verfahren befangen, habe also an der Diskussion auch nicht teilnehmen können, an der Abstimmung auch nicht. Weil du auch im Stadtrat und in den Bezirksvertretern bist. Ja, genau, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Genau. Der sagte auch gleich, wir haben hier einen Bebauungsplan, der ist gültig, wir haben einen Beschluss,
da haben diesen Bebauungsplan beschlossen und da haben wir beschlossen, dass der Garten als solcher auch hier integriert wird in diesen grünen Bereich, der sich jetzt ja jetzt in Kürze Sörmann-Park, glaube ich, nennen wird, weil ja auch die anliegenden Grundstücke jetzt komplett... Aber wussten die das dann nicht in der Bezirksvertretung, dass es einen Bebauungsplan gibt, oder warum kamen die dann auf diese Idee? Ich sag mal, ich vermute, dass sie es doch hätten wissen müssen und dass sie trotzdem diese Idee hatten, ja... Da müssten die, das war dann offensichtlich vor lauter Freude, diesen Garten oder Intention, diesen Garten ja nicht mehr haben zu wollen, ist, glaube ich, diese Rechtsgrundlage dann auch ein bisschen vergessen worden. Wichtig ist zu erwähnen in dem Zusammenhang, dass der Beschluss, so wie er gefasst wurde, vor meinen Ohren, sage ich mal, mit Augen, und ich war da nicht allein mit, es gab da noch einige Leute des Vereins, die auch zugegen waren, als dieser Antrag gestellt und beschlossen wurde, dass man das dann noch geändert hat, im Nachhinein im Protokoll, dass das also nicht mehr, so wie heißt im Protokoll, man suche nach einem Alternativstandort, sondern nach weiteren Standorten. Also auch ein sehr interessantes Verfahren. Ich will da aber nicht drum streiten, weil es ist uns recht, mir und es ist mir recht, dass man jetzt nicht mehr nach einem Alternativstandort sucht. Und aber damit das ist ja dann im Endeffekt positiv, oder? Die haben am Anfang versucht, eine Alternative zu machen und jetzt bauen sie das Projekt aus. Ja, denke ich auch. Gibt es denn schon Standorte, wo das weitergemacht werden soll? Ja, es ist so, dass wir erfahren haben vom Chef des Aachener, Leiter des Aachener Umweltamtes, dass sie das schon mal in Allendorf versucht haben. Allendorf wurde auch, also Rote Erde genauer gesagt, kam auch in der Diskussion auf, als es darum ging, einen Alternativstandort zu finden. Und da sagte der Leiter des Umweltamtes, dass sie das in Rote Erde probiert hätten, weil da eine theoretisch dafür geeignete Fläche wohl vorhanden sei, dass sie dann versucht haben, wie es das Umweltamt wusste das, man muss die Anwohnerschaft dann auch dafür begeistern können. Und diesen Zuspruch haben sie dort nicht erfahren und das deswegen gecancelt, schon im Vorfeld. Das hat also noch gar nichts mit diesem Antragsverfahren zu tun. Ja, wie finanziert ihr euch denn hier eigentlich? Also bekommt ihr auch Geld von der Stadtverwaltung oder gibt es einen Mitgliedsbeitrag dann im Verein oder ist... passiert hier gar nichts finanziell. Jeder trägt so das Seinige dazu bei, es wird gespendet. Also wir haben finanziell sind wir hier völlig finanzinteresselos. Wir gucken, dass wir unsere Dinge irgendwie so selbst bezahlt kriegen und haben auch deswegen keine Mitgliedsbeiträge bis jetzt erheben müssen. Und wir bekamen schon mal einen Preis des Landes Nordrhein-Westfalens. Das war auch ein Geldbetrag, den ich jetzt nicht genau weiß, aber der uns natürlich auch ganz gut half. Um die 1000 oder so. Ich glaube, selbst der Umweltminister letzte Woche aus NRW hat nochmal das Projekt hier gelobt. Ja, stimmt, ganz genau. Sehr gut. Ja, Schausaufgaben gemacht. Ah, prima. Ja. Ja, du wolltest noch erzählen, wo der Name Hirschgrün eigentlich herkommt, was da der Hintergrund ist. Das ist eigentlich ein ungewöhnlicher Name. Genau, hier auf dem Bürgersteig liegt direkt vor dem Garten, in der Richardstraße liegt ein Stolperstein. Das ist ein Stolperstein fest angemauert. Was ist ein Stolperstein? Ein Stolperstein ist ein Stein, ist eine Messingplatte auf einem Stein. Ich glaube 8x8 cm im Quadrat. Und das ist der Künstler Demnig aus dem Raum Köln, der das vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat und auch produziert, also diese Steine quasi auf Auftrag hin, die an Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen. Also man soll dann im positiven Sinne mal drüber stolpern. Also nicht wirklich natürlich, sonst keiner verletzen. Es ist also ganz flächengleich. Keine Verletzten hier. Keine Verletzten hier. Nein, gab es doch keine. Und Friedrich Hirsch ist als jüdischer Mensch im KZ umgekommen. Und und dann dachten wir, das wäre doch angebracht, die Namensgebung, als es um die Diskussion ging, wie nennen wir denn den Garten, den Namen von Fredi Hirsch mit einzubeziehen. Wir haben da echt lange darüber diskutiert. Ich glaube, das waren so anderthalb Sitzungen. Und dann irgendwann kam es, ich glaube, bis heute weiß keiner, wer es jetzt letztlich von uns war. Wie aus heiterem Himmel kam dann der Name Hirschgrün auf und es war sofort völliger Konsens. Sämtliche Diskussionen waren beendet. Wir wussten, das ist der Name. Mit großem Binnen-G, um den Nachnamen Hirsch nochmal auch zu betonen. Von Fredi Hirsch, genau. Fredi Hirsch war ja auch, glaube ich, sozial sehr engagiert, gerade in Aachen und Theresienstadt und selbst im Auschwitz gibt es ja gerade auch eine große Biografie zu. Also das ist ja ein ganz großes Thema gewesen, zum 100-Jährigen jetzt im Kufen-Gymnasium. Das war ja auch ein großes Thema. Ja. Und wie würdest du die Leute so beschreiben, die sich hier bei euch engagieren oder die Menschen?
Also in diese Dynamik, die es hat, wenn solche Treffen sind, die sind, ist eigentlich immer etwas ganz Tolles. Super angenehm, die Menschen erlebe ich als sehr, super, sehr angenehm. Es sind junge Leute, ich glaube der Jüngste ist so um die 10, 12, ein Junge. Der Älteste um die 70, 75 vielleicht. Also generationsübergreifend. Generationsübergreifend, ja. Auf jeden Fall, das kann man so sagen. Und Konsens, der Konsens wird gesucht, das, ich denke, das ist eine wichtige Sache, wenn man sowas macht. Der wird nicht immer gefunden, aber er wird gesucht immer. Und das ist auch etwas, was eine sehr gute Atmosphäre schafft. Ja. In so einer Gruppe, einer Initiative, die... Und ihr sucht ja auch Leute, die euch noch weiter unterstützen, oder? Immer wieder, ja. Wir sind offen, das ist ganz wichtig. Hier, das ist so niedrigschwellig wie möglich. Das heißt, jede und jeder, egal woher und wann und wie, darf ja mitmachen, soll ja mitmachen und diesen Garten auch als ihren und seinen Garten begreifen. Und hier geht es keineswegs, wir haben solche Fragen schon gestellt bekommen, um Parzellen, ähnlich wie vielleicht wie ein Schrebergarten. Mhm. Das ist auch nicht, das wäre völlig untypisch für einen urbanen Gemeinschaftsgarten, sondern da sind alle, der ganze Garten ist eine, wenn man so will, eine Parzelle für alle. Und man spricht sich dann einfach ab, dass man hier mit Respekt mit den Pflanzen umgeht und mit Respekt untereinander umgeht nach Möglichkeit. Das gelingt eigentlich auch fast immer. Ja. Und das ist also eigentlich durchweg sehr positiv. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja klar, das gehört immer dazu. Ja, ich danke dir für deine Zeit, dass es heute geklappt hat. Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Das war unsere erste Folge, aber es wird noch weitere in den nächsten Wochen geben.